St. Peter-Freienstein. Harmonika-Staatsmeisterschaft. Ein Festival mit traditioneller, moderner und neuer Harmonikamusik. Meine Damen und Herren, es ist mir eine wahre Freude, Sie alle heute bei der Staatsmeisterschaft nach 9 Jahren in der Steiermark für steirische Harmonika, Akkordeon und Mundharmonika in St. Peter-Freienstein begrüßen zu dürfen. Die 26. Staatsmeisterschaft für Akkordeon, die 21. Staatsmeisterschaft für steirische Harmonika, die 11. Staatsmeisterschaft für Mundharmonika sowie der 1. Erich Moser Gedenkwettbewerb wurden vom 1. bis 4. Mai 2014 mit riesengroßem Erfolg gefeiert. Wie groß war die Herausforderung, diesen Wettbewerb durchzuführen? Herausforderungen, ich sage mal, ein ganzes Jahr Vorbereitungszeit. Wirklich in vielen Dingen, ich meine, ob das jetzt die Koordination ist von Medien, ich meine, die Räumlichkeiten, die Werbung, ich meine, wie kommt man an die Spieler heran? Ich glaube, das würde jetzt zu lang gehen, wenn ich das Ganze jetzt genau erörtern würde. Aber ich kann nur sowieso sagen, ein Jahr haben wir jetzt vorbereitet, unser Vizebürgermeister Herbert Walcher und ich. Und es ist was Tolles geworden draus. Wir haben über 400 Teilnehmer jetzt am Wochenende. Kandidaten aus ganz Österreich, aus Südtirol und am Akkordeon sind sogar Leute dabei, jetzt aus Polen, Ukraine, Russland. Also es ist ein toller internationaler Wettbewerb. Noch nie zuvor war die Spannung der Wettbewerbsteilnehmer und Teilnehmerinnen größer als diesmal. Die Vielfalt an Solisten, Gruppen und Arrangements, an Stilrichtungen und Klangreichtum bietet der Harmonikamusik mittlerweile völlig neue Möglichkeiten. Nach welchen Kriterien werden die Spieler und Spielerinnen beurteilt? Ja, als Juror hat man natürlich den Gesamteindruck, den musikalischen Gesamteindruck zu bewerten. Man achtet darauf, auf die Technik, auf die Artikulation und auf den Vortrag. Und insgesamt, das Gesamtbild wird dann bewertet, wie das musikalisch hinüberkommt. Die Musikalität, die Gesamtdarstellung des Stückes, des Werkes, gibt dann den Ausschlag. Erster Platz, hervorragend, mit 46,6 Punkten, Daniel Pieler. Der Staatsmeister 2014 im Akkordeonspiel in der Meisterklasse kam aus Wien. Der neue Staatsmeister 2014. Wie schwer war diese Kategorie zu gewinnen? Diese meine Kategorie wirklich war schwer. Große Konkurrent. Ich habe gewonnen. Ich bin sehr, sehr glücklich und jetzt im Oktober ist World Cup. Und schauen wir mal, ich muss noch viele üben. Aber schauen wir mal, ich gehe, dass gut war. Ein Kulturevent in dieser Größenordnung, ist das auch ein wirtschaftlicher Aspekt? Auf jeden Fall ist es ein wirtschaftlicher Aspekt. Erstens einmal wird unsere Region bekannt und St. Peter-Freienstein ist ja ein wirklich wunderschöner Ort. Und ich denke, dass unsere Gemeinde sowie auch die umliegenden Gemeinden sicherlich auch wirtschaftlich daraus Profit ziehen werden. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir diese große Veranstaltung bei uns in St. Peter-Freienstein durchführen können. Also ich bin natürlich wirklich begeistert, dass wir sowas auf die Füße gebracht haben. Thank you.
Elisabeth Koch konnte mit ihrer diatonischen Mundharmonika mit dem Stück Havanagila die Jury überzeugen und gewann diese Kategorie. Welchen Zeitaufwand hatten Sie, um diese Staatsmeisterschaft zu organisieren? Ja, wir haben jetzt ein Jahr Vorbereitung gehabt, der Gottfried und ich. Und die letzten Tage, muss ich schon sagen, haben unsere beiden Frauen nicht mehr viel von uns gesehen. Sie wird jetzt bis Sonntag jetzt nicht viel von uns sehen, gell? Weil wir sind nach wie vor jetzt bis Sonntag zum Mittag im Einsatz. Vor Stunden kann man da gar nicht reden. Das sind Wochen, wo wir da jetzt permanent im Einsatz sind. Und wir tun das gern für die Jugend. Und nochmal, also ich bin ein bisschen stolz auf den Gottfried und auf mich, dass wir das geschafft haben, dass wir die 60. Meisterschaften hier nach St. Peter bringen haben können. Professor Magister Johann Murg konnte ein positives Resümee ziehen. Noch nie war das Niveau so hoch wie bei diesen Meisterschaften. Ich muss sagen, also dass von Jahr zu Jahr eigentlich die Qualität immer besser geworden ist. Und wir haben festgestellt, also dass die Stücke auch immer schwerer geworden sind. Und manche können es nicht ganz abschätzen, welche Vortragsweise sie fähig sind. Und, aber im Großteil muss ich sagen, also gibt es lauter gute Spieler, die also die steirische Harmonika sehr gut beherrschen. Und erster Platz aus Südtirol, Andreas Schmidhofer. Der Tagessieger und neue Staatsmeister auf der steirischen Harmonika kommt aus Südtirol. Auch er konnte mit seinem meisterlichen Können die Jury überzeugen. Ja, österreichischer Staatsmeister 2014. Ja. War das dein Traum? Ja, ich würde schon sagen, dass das ein Ziel in meiner Karriere war. Was hast du noch für Ziele? Das kann ja nicht alles sein. Ja, es gibt zum Beispiel eine Weltmeisterschaft. Die will ich einmal gern von vorne bestürmen. Was hast du für einen Zeitaufwand? Wie viele Stunden trainierst du im Tag? Wie viele Stunden musst du spielen im Tag, dass du das Niveau erreichst? Ja, das hängt davon an. Nicht? Während der Schule habe ich nicht so viel Zeit. Ich übe so zwischen 2 bis 3 Stunden im Tag. Wenn ich frei habe, 4 und mehr. Und letzte Woche jetzt eben auf dem Wettbewerb an die 6 Stunden am Tag gespielt. Also lieber Gottfried, das ist mir wirklich eine große Freude. HVÖ-Fachvorstand Gottfried Hubmann wurde vom Harmonikerverband Österreichs für sein Engagement rund um die steirische Harmonika mit der Auszeichnung Verdienter Freund der diatonischen Harmonika ausgezeichnet.